Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play The Sims 4. Wir sitzen immer noch in der Küche und machen ordentlich Stunk, denn wir sind wütend. Ja. Und da ist der nächste wütend. Sehr gut, das ist genau das, was wir wollen. Romantik und Stunk. Das ist perfekt. Luisa muss in einer Stunde zur Arbeit. Okay. Die unterhalten sich gerade über das Wetter. Und über Lamas. Lockere Unterhaltung. Karl-Heinz ist wütend. Das ist voll die lockere Unterhaltung. Ja, aber. Perfekt. Risalek Tembisi Kubar. Kubar. Unkim Panipa Spoy. Fineham. Ah. Marble. Paguna de Roy. Ublish de Borg. Steve of Vadul. And Taringa. Ja, da geht er ins Bett, wutentbrannt. Oh, dann legt sich vorne auf die Couch. Auch nicht schlecht. Und da haben wir auch die gute Fee, die hat Hunger. Mit Leon plaudern. Nee, der Leon, der ist gerade am Dancen hier. Und da ist auch Maite Sonnenlicht. Guten Morgen. Oh, er mag die gute Fee. Perfekt. Hat er mal jetzt Energie geladen. Ja, da Gesprächsthema. Nein, du willst nicht mit Leon reden. Nusch, nusch. Ah, Belial ist auch noch am Pen. Oh, sie fühlt sich unwohl. Rückenschmerzen wegen billigem Bett, ja. Wir können uns leider noch keine teuren Betten leisten. Das wird alles noch nach und nach kommen, aber bevor wir uns die Betten leisten können, brauchen wir noch einen Computer, wir brauchen noch diverse Sportgeräte, wir brauchen eine Staffelei, wir brauchen ein Mikrofon. Und. So, Maite Sonnenlicht, der kriegt Cerealien. Oh, es geht weiter. Oh, es geht weiter. Das geht weiter da unten. Und die arme, gute Fee ist mittendrin. Aber das ist ihre Familie. Sie wollte eine große Familie haben. Aber ich glaube, so wollte sie es nicht haben. Warum stört denn da ein Tisch? Verstehe ich nicht. Okay. Minus, wir fahren weiter Minus. Oh, sogar mit Leon. Sogar mit Leon. Sieht er einer mal an. Oh, es kracht. Oh, Maite Sonnenlicht hat Hunger. Hä? Ist er schon zu schwach, die Cerealien zu essen? Man hat ja jetzt die Cerealien auf den Boden gestellt. Ja, muss mal einer erklären. Oh, da klingelt das Telefon. Mein Boss ruft an. Soll ich rangehen? Ja. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen auf der Arbeit sein. Jetzt aber ganz schnell. Wir haben zwar Hunger, aber scheiß was drauf. Kommst du spät zur Arbeit, ja. Ja, ich bin sofort unterwegs. Ja, tut mir leid. Ich bin sofort unterwegs. So. Und fahr mal ganz schnell zur Arbeit.
Oh, 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 oh. Um 9 Uhr hätten wir anfangen müssen. Wir haben 11 Uhr. Das kommt nicht gut. Das ist nicht gut und sie hat Hunger. Belial ist auch noch am Pennen. Hat aber auch bald Hunger. Aber egal, die zwei Zahnkräne da unten. Hä, wo ist denn Blumentopf? Ach, Blumentopf ist auf Toilette. Frinka, Brobe Unza. Ciao, Tokibo. Sika, Pelswa. Kazoi Traben. Huh, ist das schön. Slufa. Oh, guckt euch mal Blumentopf an. Oh, 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 oh. Galimbo. Oh, in a bash. Ganira Sibu. Hey, Wimbo. Lunisi Sloom. Punka Disarba. Oh. Oh, guck mal, die beiden, die sind schon am Flirten hier. Meinte Sonnenlicht und gute Fee. Da weiß ich aber nicht, ob das gut gehen würde. Und wir legen uns wieder hin, schlafen, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja. Der Igor, der liegt gerne auf der Couch, da wo Trubel ist. Er geht nicht gerne ins Bett. Braucht man ja auch nicht. Guckt euch mal hier Maide Sonnenlicht an, ha? Geht schon der guten Fee hinterher. Aber die ist auf Toilette. Hat er gerade geschnarcht? Oh, guck mal, sie räumt schon fleißig ab. Dafür ist sie aber auch da. Sie ist nur da, um den Haushalt zu schmeißen. Ich bin mal gespannt, wann das erste Toilettenproblem kommt. Und die Scheißmucke ist die ganze Zeit an, war. Boah. Jetzt haben wir auch noch Fernseher an. Shuni glaube arbe. Fuibak du zu o. Dol be. Che. Mal spek. Tida. Quips drift sway. And a. Yips. Couple verruta. Tubki yemf. Oh Mann, der Maidesonnenlicht, der hat ja echt. Das ist ja ein Hungerhaken pur, wa? Ah, jetzt ist er auch glücklich. Jetzt haben wir die rote Phase erst einmal überstanden. Ich bin allerdings gespannt, wann es damit weitergeht. Denn Blumentopf schläft ja noch. Und die beiden und mit Belial. Oh, das wird doch hoffentlich spannend. Da, da, da. Mit Leon rumalbern, okay. Aber das scheint mir da irgendwie so ein bisschen zu eng zu sein. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen umstellen. Kriegen wir aber alles hin. Was können wir denn jetzt mal auswählen? Eine lustige Geschichte erzählen. Ja, ich muss das leider auch nachsynchronisieren, weil wir es doch anfangs noch anders gedacht haben, als ich das jetzt doch im Prinzip mache. Und deswegen ist halt nicht alles ganz so einfach, noch das irgendwie aus dem FF zu kennen, was ich da vorhatte. Ich wollte eigentlich genau solche Szenen rausschneiden und nur die lustigsten oder brutalsten Szenen nehmen. Aber das Problem ist, ich müsste mal locker so 3-4 Stunden aufnehmen, um 15 Minuten zu bekommen. Das ist ein bisschen zu heftig.
Deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt die ersten beiden Folgen, das sind nur zwei Stück, die von gestern und die von heute, nachzusynchronisieren. Oh, 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 Blumentopf ist immer noch mega angepisst. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, und dass ich dann doch im Prinzip daraus mehr oder weniger ein Let's Play mache. Bei 7 Personen ist das kein Problem. Und er ist... Ach du Scheiße, der brennt! Hey! Löschen! Löschen! Lösch den, gute Fee! Oh, da versammeln sich jetzt alle in der Küche. Boah, kann denn mal bitte einer löschen? Hallo? Ey, der wird ja jetzt nicht schon sterben. Meine Sonnenlichter ist rausgerannt. Das ist eigentlich nicht so typisch für den. Ah, Gott sei Dank. Und da rennen sie alle raus. Ist natürlich jetzt scheiße gelaufen, weil wir müssen das jetzt irgendwie ersetzen. Tja, jetzt kann keiner erstmal kochen. Aber wir haben ja 600. Das heißt, wir können das dann schon mal neu kaufen. Das ist dann schon mal wenigstens etwas. Aber so geht das Geld natürlich auch flöten. Wenn solche Brände sind. Aber es ist mir schon oft aufgefallen, dass du bei der zweiten, spätestens dritten Mahlzeit, dass die Küche brennt. Das ist bei den anderen Sims, die ich bisher auch hatte, auch so gewesen. Und da ist jemand... Oh, kochen. Cerealien essen. Ja, dann macht das schon mal. Und er muss dringend auf Toilette. Oh, oh, oh. Ed geht los, liebe Leute. Ed geht los. Das Badezimmer ist besetzt, ja. Und dann muss der Erste schon mega dringend auf Toilette, ja. Das ist schon kurz vor knapp. Das ist schon Oberkante, Unterlippe hier. Oh, was ist denn jetzt so bedrohlich? Er ist schon... Oh, oh. Ja, guck mal, meinte Sonnenlicht hat sich weggesetzt. Er weiß schon, was ihm sonst blüht, wenn Belial einmal richtig loslegt. Direkt mal wegsetzen. Oh, er ist sehr wütend. Er ist jetzt deswegen nur ein Joghurt. Und jetzt kann Belial endlich auf Toilette gehen. Aber das ist genau das, was ich meinte. Das wird noch lustig werden. Sie hat Hunger. Und die scheiß Musik, die läuft den ganzen Tag. Und da ist die Toilette kaputt. Oh, er ist immer noch wütend. Oh, er legt sich schon mit gute Fee an. Das ist nicht so gut. Meine Sonnenlicht kann ja mal die Toilette reparieren. Oh, hier steht alles rum. Oh,
Oh, da ist ein Plus. Was hat er vor, ins Bettchen zu gehen? Okay. Schade, wir wollten eigentlich gerade mal ein bisschen Luft bei dir machen. ...171 sind reingekommen, aber wegen was? Ach ja, die Luisa kommt ja von der Arbeit. Gestresst wegen Arbeit. Ja, aber du warst ja 2 Stunden zu spät, also so gestresst kannst du ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass du so gestresst von der Arbeit jetzt nach Hause kommst. Hannah Sommer. Mhm. Sag mal, hier wäre eine kleine Versammlung. Ja, dem seine Blase ist auch nicht mehr so tolle. So, gute Fee. Das warten wir jetzt noch ab und dann kannst du Teile plündern und wegwerfen anschließend. Nee, jetzt kannst du da noch nicht rein. Oh, 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 da ist jetzt gerade die Privatsphäre gestört. Da fühlst du dich jetzt sehr unwohl, da wir einfach jetzt reingeplatzt sind. Ja, dann plauder du mal mit Maide. Aber gute Fee, du machst ja bitte mal klar Schiff. Teile plündern und dann wegwerfen. Und da muss der nächste auf Toilette. Ah, wie geil. Ah, nee. Doch, dem seine Blase, aber er will auch duschen. Oh, wei. Das ist natürlich jetzt nicht so geil gelaufen. Ich habe gedacht, wir könnten sie jetzt mal hier klar Schiff machen lassen, weil es ihre Aufgabe ist, aber... Der muss auf jeden Fall gleich dringend auf Toilette. Aber dann ist jetzt erstmal duschen. Mit Anziehsachen. What? Ich gehe auch immer mit Anziehsachen baden. Das ist doch selbstverständlich. Warum geht der jetzt mit Anziehsachen baden? Okay. Zebrum Lumesh. Igor Blutschink ist der Einzige, der recht gut drauf ist. Er wird wieder eine Runde tanzen. Was auch ziemlich witzig aussieht. Ich habe noch nie einen so tanzen gesehen. Aber bei den Sims ist ja alles möglich. Gute Fee macht mit, um auch ein bisschen besser drauf zu sein. Und er fühlt sich total unwohl. Aber die Blase ist geleert. Er war mit an die Sachen duschen. Und was er jetzt noch hat, ist Hunger und die Energie ist auch nicht mehr so auszureichend. Pinguna, Ternoy, oh, Pimpini, Yips.
Naja, jetzt haben wir fast alle im grünen Bereich. Selbstsicher. Perfekt. So muss das sein, liebe Leute. Aber wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play die Sims 4, die Villa Kunterbunt. Und ich freue mich auf euch und sage bis dahin. Tschüss.